So, es ist dunkel. Boah, dunkel wie die Nacht. Nur Nahkampfwaffen einsetzen. Jetzt habe ich auch das letzte gelesen, was dort allen Aufgaben für uns bereitsteht. Wir sind im Prinzip kurz vorm Ende. 73% sind geschafft. 8 Stunden haben wir gerade mal gespielt. Und davon war auch ein bisschen was offscreen. Auf geht's. Wollen wir mal mit dem Floß los. Es darf nicht zu sehr beschädigt werden. Das Floß beschützen. Wahrscheinlich springen hier ab und zu irgendwelche Leute rauf. Wir nehmen schon mal das Schwert raus. Sollen wir wirklich mit dem Floß fahren? Da vorne, da sind sie. Das ist ein Angriff! Ich schieß nicht. Schießt ihr? Ja, ihr schießt. Sehr gut. Ich will nur Nahkampfwaffen einsetzen. So wie wir es versprochen haben. Vor uns ist ein Außenposten. Erledige sie, bevor sie uns sehen. So. Wir erledigen jetzt den Außenposten. Wunderbar. Okay. Sehr schön. Ich würde sagen, die haben uns nicht gesehen. Und wir müssen versuchen, jetzt hinter dem Floß herzukommen. Uah. Auf die andere Seite. So, ist gut. Das ist mal Technik, die begeistert hier. Sie werden uns umbringen. Das werden sie tun. Ach, du bist ja immer noch nicht tot. So, jetzt hier rüber. Richtig, die Peitsche. Ich sollte doch nicht schwimmen. Och Mensch. Warum hat er das nicht gemacht? Er hat mir das angezeigt und hat es nicht gemacht. Das ist doof. Jetzt habe ich nur noch eine Chance, wenn ich nicht gerade mit Fernkampfwaffen kämpfe. Au. Ja, ist gut jetzt. Hallo, ich habe B gedrückt. Gut. Ja. Da vorne kommt der letzte Außenposten. Ja, wenn sie nicht so lange mit ihrem Schwert rumsäbeln würde, dann würden wir da auch eher hinkommen. Einfach runterlassen. Der letzte Außenposten, wo ist der? Links. Oh. Völlig andere Seite. Ich hänge wieder hinter irgendwelchen Büschen fest. Klappt ja ausgezeichnet. Ich schwimme mal rüber. Ich hoffe, ihr kriegt die erledigt. Geschafft. Okay. Ahoi! Hopton? Hopton. Enchanté. Sind das die Waren? Alles, was der Gouverneur versprach. Und ein paar Sonderposten von euren Freunden aus dem Bayou. Exzellent. Und niemand ist euch gefolgt? Jedenfalls niemand, der noch lebt. Monsieur Hopton, wie geheim ist eure Abmachung mit dem spanischen Gouverneur? Jeder Trottel sieht, dass die Spanier die Engländer aus ihrem Gebiet halten wollen. Warum sollten dann spanische Soldaten auf uns schießen? Wir trafen mal einen Mann, dem dieses Arrangement missfiel. Schwieriger Bursche. Vasquez, so hieß er, glaube ich. Der Company Man ist hier. Der wer, bitte? Monsieur Hopton, wollt ihr eure Waren sicher aus Louisiana herausbringen, wäre zusätzlicher Schutz angemessen. Darf ich vorschlagen, dass George euch begleitet? Sicherlich. Wenn er bereit ist zu kämpfen, nehmen wir Patrioten ihn gern mit.
Ich werde für euch kämpfen, Sir. Für jedes Ziel. Seid vorsichtig, Monsieur Hopton. Ich hoffe, wir sehen euch wieder. Monsieur Roussillon und ich machen gern mit euch Geschäfte. Bis dann. Die, Patrioten sind euch sehr dankbar. Das will ich hoffen. Ausrüstung der Revolution. Sequenz 7 beendet. Gut. Wo gehen wir als nächstes hin? Zum nächsten Auftrag. Go, go, Power Ranger. Nach New Orleans zurückkehren. Ach so. Oh, geht das nicht schneller? Haben wir nicht irgendwo die Möglichkeit, außer nach Süden zu gehen? Na, beides gleich weit weg. Wie gemein. Ihr hasst mich doch. Gut. Das wird schon irgendwie. Einmal hopp. Hopp on top. Jetzt nur Richtung Süden. Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einfach mal ein Boot. Ich habe keine Lust, das ganze Gebiet einfach mal so zu durchschwimmen und zu durchlaufen und immer wieder einen ordentlichen Weg zu suchen. Das ist mir jetzt mittlerweile echt zu blöd. Hier, komm, Boot. So schön. Na, was machst du denn? Du sollst dich nicht drehen, du sollst das Boot bedienen. So, jetzt muss ich erstmal auf die Karte gucken. Wo müssen wir genau lang und können wir da überhaupt hin? Einmal um die komplette dicke Insel rum, immer Richtung Süden. Gut. Auf geht's. So, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, denn dort kann man eine Evelyn am Strand baden sehen. Holla hi, holla ho, holla hier, 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 holla ho. Und so weiter und so fort. Tutorial. Ich brauche kein Tutorial. Wirklich nicht. Ich muss die mal irgendwann ausschalten. Aber ich habe Angst, dass dann die Hinweise auch aus sind. Gebt mir ruhig einen Tipp, ob das so ist oder nicht. Würde ich gerne mal wissen. So, jetzt müssten wir es bald geschafft haben. Wir sind irgendwie gestrandet. Wir hängen immer irgendwie fest. So. Da müssen wir lang. Und wieder vorwärts, vorwärts, vorwärts. So, ist gut. Das ist das nächste Boot. Das nehmen wir jetzt mal nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es schneller ist als das Schwimmen. Es kommt mir jedenfalls nicht so vor. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass wir dann ja eher eine Weitsichtperspektive haben. Immer durch den Morast hier. Da geht's weiter. Hopp. Gut, auf geht's zurück nach New Orleans. Und damit zu einem der letzten Aufträge. Erstmal noch Sequenz 7 abschließen, soweit ich weiß. Wir dürfen auch eine Assassine bleiben. Okay, sehr schön. Und müssen Richtung Osten. Nee, Westen ist das. Wir kommen ja aus dem Norden. Müssen wir nach Hause? Wahrscheinlich. Mama Bescheid sagen, wir haben es geschafft. Alles gut. Kannst wieder schlafen gehen. Pippi ist auch wieder da. Betöre bestimmte Herzen. Gibt es denn hier noch irgendwelche Leute, die betört werden müssen? Ja. Attention. Aber das war der, an den wir nicht rankamen. Den wir nicht mal eben runterschubsen konnten. Freundchen, ich würde dich ja gerne betören. Aber es geht nicht. Warte mal. Da führt eine Leiter zu dir hin? Das muss ich mir mal näher angucken. Das heißt, man kommt hier übers
Dach. Ah, und kann die Leiter nehmen. Gut. Ich brauche mal irgendwie ein Haus zum Umziehen. Eine Umkleidekabine. Und da ist noch einer zum Betür. Ey, vielleicht kriegen wir das doch noch hin. Wo ist denn, wo ist die nächste Umkleidekabine? Hallo, ich bin hier im H&M und finde keine Umkleidekabinen. Das kann nicht sein, Leute. Ist das Schleichwerbung, wenn ich das sage? Nee, ne? Da ist eine. Und dann immer den Schlüpper nach. Und hier sind noch mehr. Oh, das ist gut. Einmal umziehen. Ach, sei ruhig. Und dann habe ich 4 Stück allein auf diesem Weg gesehen. Werden wir alle nutzen? Werden wir alle ablaufen? Kriegen wir hin. Also gibt es doch immer wieder Wege, dort hochzukommen. Er steht noch hier und denkt, was ist hier los? Die kenne ich nicht. Wir müssen da rein. Kann ich den betören? Nein, kann ich nicht. Darf ich da so durch? Ihr wolltet ja nicht hören. Wohl nicht. Lasst mich in Ruhe. Ich muss jemanden betören. Okay, du auch noch? Dankeschön. Die Augenzeugen machen wir später fertig. Jetzt muss ich erstmal den Mann betören. Da müssen wir irgendwie oben rauf. Da ist die Leiter. Hopp, hopp, hopp. Evelyn, lauf galopp. Und er ist hier am Balkon. Wo kommen wir denn hier runter? Da ist eine ganz normale Treppe. Na toll. Ganz umsonst hochgelaufen. Ach, können wir runterspringen? Ja, können wir. Und jetzt sagen wir ihm Hallo. Hallo, ich möchte dein Geld und dein Schmuck und alles, was wir kriegen können. Dankeschön. Nächster bitte. Da sind noch Wachen. Aber hier rechts nicht mehr, da können wir einfach so rausmarschieren, ohne dass uns einer sieht. Und den Augenzeugen werden wir eliminieren. Wie am besten? Keine Ahnung. Hat der Wachen, Leibwachen? Du warst nicht der Augenzeuge. Wir müssen weiter laden und... Gott. Augenzeuge vernichtet. Alles gut, wir haben wieder Ruhe. Auf zum nächsten Schlüpper. Der nächste Schlüpper ist hier. Da müssen wir allerdings hier hoch. Ja. Hallo. Dankeschön. Weiter. Ui. Eliminiere Zeugen. Ich will keine Zeugen eliminieren. Ich will meine Schlüpper haben. Ach ja, die bestimmten Menschen zu betören, das klappt doch besser als eigentlich ursprünglich angenommen. Hier war die Möglichkeit, W hochzukommen. Ach, sei ruhig. Ich habe meine Regel, sagt sie. Ich habe meine Regel. Da hoch. Hier hoch. Und da wieder runter. Schwupps. Hallo. Auch von dir bekomme ich das Schmuckteil. Sehr gut. Gegenstandstransfer. Man kann auch einfach sagen, eine Schenkung.
So, jetzt ist die Frage, wie viele sind noch übrig? Und vor allem, wo stecken sie? Ich laufe jetzt mal ein bisschen weiter südlich. Ob wir von Gerard oder Gerald auch noch was bekommen? Stimmt. So viele Augenzeugen hier unterwegs. Du hast eine Kapröge verdient. Habe ich nicht gerade einen Augenzeugen vernichtet? Ah, will noch jemand? Siehst aus wie ein Dieb. Du siehst auch doof aus. Und du bist doof. Gut. Ja, nee, auf die Karte gucken nützt nichts. Da werden wir keine weiteren Informationen über diese Broschen bekommen. Ich müsste mal wissen, wie viele wir noch sammeln müssen. 1, 2, 3 Alligatoreneier. Juwelenbesetzte Broschen. Nur noch eine einzelne fehlt. Eine einzige. Die kriegen wir auch noch zusammen. Einmal durch die Stadt laufen und dann haben wir sie. Frage ist, wo suchen? Wo sollen wir sie suchen?